Noch gibt es sie, richtige Urwälder. Jahrtausendalte Bäume, Europas grüne Lunge. Doch diese ist in ernster Gefahr und mit ihr die, die sie schützen wollen. Du riechst so gut. Du bist müde und deine Augen fallen schon zu. Es ist deine Schlafenszeit und ich habe dich in den Wald geschleppt, um zu zeigen, was die Österreicher hier anstellen. Stimmt's? Und dann jagen sie auch noch deine Cousins. Oh Gott, was für Übeltäter. Was den Ranger umtreibt? Europas wertvollste Wälder landen als Brennholz in unseren Kaminen oder werden zu Billigmöbeln verarbeitet. Ein Milliardengeschäft. Doch dagegen aufzustehen, ist riskant. Schon 6 Förster kamen in den letzten Jahren zu Tode. Private Aufnahmen von gewaltsamen Attacken, die rumänische Umweltschützer erleben mussten. Doch all das hält die drei Männer nicht davon ab, sich gegen den Raubbau in ihrer Heimat zu engagieren. Sie wollen den Wald und die Tiere, die dort leben, vor der Vernichtung retten. Februar 2020. Horia Petrehusch und seine Mitstreiter unterwegs auf der Spur der Wildtiere. Ihr Lebensraum schwindet in einem erschreckenden Ausmaß. Vor einem Jahr haben sie deswegen die NGO Valori Superiore, zu Deutsch höhere Werte, gegründet. Hier wurde doppelt so viel gerodet wie gesetzlich erlaubt. Und das ist sehr schlecht für die Wildtiere. Diese Populationen findet man in ganz Europa, hauptsächlich in den rumänischen Karpaten. Komm, Liebling, du warst viel zu lange im Auto. Pedro, der verwaiste Rehbock, begleitet die Wissenschaftler seit 3,5 Jahren. Der Hirschexperte Petrehusch hat das damals 2 Tage alte Kitz in seine Obhut genommen. Hier im Bärental waren Pedro und seine Artgenossen einmal zu Hause. Und mit ihnen Bären, Wölfe, Füchse, Luchse. Sie werden immer weniger. Auf ihren regelmäßigen Begehungen halten die Experten ihre Beobachtungen fest. Welche Arten gibt es heute noch? Finden sie noch genug Nahrung? Sie sind überzeugt, dass es für das angeschlagene Ökosystem andere Gründe gibt als nur Sturmschäden. Hier im Apuseni-Gebirge gab es den größten Kahlschlag der letzten 10 Jahre. Allein aus diesem Tal wurden ungefähr 3.500 bis 4.000 Lkw mit illegalem Holz herausgefahren. Am Rand haben sie noch ein paar Alibi-Bäume stehen lassen. Das erstreckt sich den ganzen Weg bis nach oben. Ja, weil man die 500 Hektar Kahlschlag vom Forstweg aus nicht sehen soll. Das ist nicht nur hier so. Die Naturschützer beobachten diese Vorgehensweise überall in Rumänien. Erst fallen die Bäume, dann verschwinden die Tiere. Hier im Bärental wurde nach den Rodungen kein einziger Bär mehr gesehen. Obwohl Bären ihren Revieren eigentlich treu bleiben. Vor 1989, unter Ceausescu, gehörten die Wälder Rumäniens dem Staat. Sie wurden einheitlich verwaltet.
Es gab strenge Gesetze, die sie nachhaltig schützten. In den 90er Jahren, nach dem Kommunismus, wurde diese Oase natürlicher Ressourcen um mehr als die Hälfte privatisiert. Nur 48% der Wälder blieben staatlich. Diese Aufteilung hat den lukrativen und dubiosen Geschäften mit dem Holz Tür und Tor geöffnet. Von da an verschwanden große Flächen Wald auch aus geschützten Gebieten, Nationalparks und Urwäldern. Nicht selten bietet sich den Naturschützern ein Anblick der Verwüstung. Unser größtes Problem sind bis heute die organisierten kriminellen Gruppen vom Typ Mafia. Die bestehen aus korrupten Politikern, Förstern, Polizisten und Staatsanwälten. Ein schwerwiegender Vorwurf und mühsam zu beweisen. Manche Naturschützer setzen sich dabei großen Gefahren aus. Sebeş, Ende Mai 2020, Sitz der österreichischen Sägewerke, ehemals Holzindustrie Schweighofer, jetzt HS Timber Productions und Chrono Spahn. Der Ökologe und Aktivist Gabriel Paun, Chef der Umweltorganisation Agent Green, observiert die Bewegungen der umfangreichen Holztransporte schon seit mehr als 15 Jahren. Er lauert den beladenen LKW auf, erfasst ihre Kennzeichen und überprüft in einer eigens dafür entwickelten App, dem Forstinspektor, ob sie Transportgenehmigungen haben. Oft wird er fündig, heute noch nicht. Gabriel Paun war mit seiner NGO Agent Green Vorreiter für wirkungsvollen Umweltschutz in Rumänien. Er hat sein Leben der Vision eines gesunden Ökosystems für sein Land verschrieben. Auch er lebt deswegen ständig in Gefahr. In der Ruine der ehemals einheimischen Möbelfabrik Mobis sind die sozialen Auswirkungen der Waldausbeutung zu sehen. Tausende kleine Holzfirmen, die den rumänischen Markt jahrzehntelang nachhaltig bedient haben, mussten Anfang 2000 landesweit schließen. Dem enormen Holzhunger der ausländischen Konkurrenz, wie zum Beispiel Schweighofer und Chrono Spahn, konnten sie nicht standhalten. Gabriel Paun trifft einen ehemaligen Arbeiter, der hier seinen Job verloren hat und wehmütig zurückblickt. Hier war unsere Stuhlabteilung. Wie viele Leute waren hier in der Produktion denn beschäftigt? Dort wurden die größeren Möbel gefertigt. Da war die Nutzholzabteilung und da die Polsterer. Wir waren um die 3000 Angestellte. 3000 Menschen? Gabriel Paun schätzt, dass diese Möbelfabrik damals nur halb so viel Holz verbraucht hat wie heute HS Timber Productions und Chrono Spahn zusammen, aber mehr als doppelt so vielen Menschen Arbeit gegeben hat. Das ist aus seiner Sicht nicht nur ein Desaster für die Umwelt, sondern auch eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe für die rumänische Bevölkerung. In Rumänien sind mittlerweile schon 5 große ausländische Holzunternehmen tätig, die hauptsächlich den internationalen Markt beliefern. In den letzten 15, 20 Jahren, seitdem österreichische und türkische Holzriesen kamen, hat sich die Menge an Holz, die jährlich aus Rumäniens Wäldern verschwindet, verdoppelt. Früher waren es 18, 19 Millionen Kubikmeter. Heute fehlen jährlich, laut dem Nationalen Forstinventar, 38,6 Millionen Kubikmeter. Es ist eine zusätzliche Belastung für den Wald, die es in Rumänien bisher so nicht gab. Täglich fahren mehr als 15.000 mit Holz beladene Lkw auf rumänischen Straßen. Laut Greenpeace verliert das Land 3 Hektar Wald pro Stunde, im Durchschnitt fast einen Baum pro Sekunde. Mehr als die Hälfte davon illegal geschlagen. Wo geht das ganze Holz hin? Hier bei Chrono Spahn wird alles Holz für Spanplatten gehäckselt.
Gabriel Paun fordert, dass die Herkunft des Holzes transparent gemacht wird. Auf der Kronospan-Webseite steht, dass die Firma nur schlechtes Holz oder Restbestände nimmt. Laut unseren Ermittlungen nehmen sie aber auch große, riesige Baumstämme an. Viele davon könnten aus Urwäldern oder Naturwäldern stammen, völlig egal woher. Hauptsache viel und billig. Von Kronospan vor Ort will dazu niemand Stellung nehmen. Am nächsten Morgen um 10 Uhr am Eingang des Unternehmens. Gabriel Paun hat einen LKW im Visier, denn er hat einen Verdacht. Das Kennzeichen gibt er in der speziellen App Forstinspektor ein. Die wurde auf Druck der Aktivisten vom Umweltministerium in Auftrag gegeben. Jeder Bürger soll damit Holztransporte kontrollieren und im Verdachtsfall melden können. Und tatsächlich stellt sich heraus, es liegt kein Transportcode vor. 6 Stunden später taucht dieser Code plötzlich doch noch im System auf. Warum erst so spät? Zuverlässige Kontrolle sieht anders aus. Nach Pauns Erfahrung kein Einzelfall. Mit seinem Team hat er über Jahre solche Unregelmäßigkeiten öffentlich gemacht. Seither werden er und seine Familie ständig bedroht. Cluj, Sitz der NGO Valori Superiore. Die Wissenschaftler sind zurück von ihrer Waldexkursion. Horia Petrehusch beginnt mit der Datenerfassung. Im Garten sein Schützling Pedro. Keine idealen Bedingungen für einen Rehbock, aber seine einzige Überlebenschance. Nach der Privatisierung und damit Zerstückelung des Waldbestandes Anfang der 90er Jahre haben auch Politiker und Beamte der Forstverwaltung Rom Silva riesige Waldstücke erworben. Nicht alle auf legalem Weg. Noch heute laufen viele Verfahren, aber nur wenige Täter wurden bestraft. In der Zwischenzeit gehen die fragwürdigen Holzgeschäfte weiter und der Wald verschwindet. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Petrehusch erklärt, wie es aussieht, wenn ein Waldgebiet von über 12.000 Hektar zerstückelt und zum Spielball politischer und privater wirtschaftlicher Interessen wird. Die weißen Flächen sind Privateigentum. Die grünen gehören dem staatlichen Forstamt, Rom Silva. In beiden Gebieten haben die Waldschützer dubiose Abholzungen entdeckt. Das ist das Bärental, 12 Jahre nach dem Kahlschlag. Auch die staatlichen Wälder drumherum sind stark betroffen. Der Wald ist ein zusammenhängender Organismus. Und die Forstreviere waren ursprünglich so angelegt, dass ein biologisches und ökologisches Gleichgewicht gewährleistet ist. Ein solches Gleichgewicht und ein gesundes Zuhause würde sich Petrehusch auch für Pedro wünschen. Er gehört jetzt zu seinem Leben und zu dem seiner Umweltschutzorganisation. Kilometer entfernt versteckt sich ein ehemaliger Angestellter des staatlichen Forstamtes. Im Apuseni-Gebirge verantwortete er tausende Hektar Waldbestand. 10 Jahre lang war er in das System eingebunden. 2013 stieg er aus und wurde zum Whistleblower. Aus bitterer Erfahrung weiß er, wie schwer es ist, aus den Verstrickungen dieser korrupten Strukturen herauszukommen. Ich war ein kleines Glied in dieser mafiösen Kette. Alles fängt beim Chef der Forstdirektion an. Als Capo bekam er eine Quote vorgeschrieben, wie viel wir inoffiziell abholzen mussten. Das ist auch heute noch so. Aber darüber wird nicht gesprochen. Es geht um Schwarzgeld. Wenn es zum Beispiel eine Wahl gab,
Im Wahljahr mussten wir zum Beispiel Geld für den Wahlkampf der verschiedenen Politiker beisteuern, angeblich, um ihnen zu helfen. Jeder der Beteiligten hat dabei kassiert, erzählt er. Offiziell sollte der Forstbeamte den Wald schützen. Inoffiziell profitierte er mit seiner eigenen Holzfirma von den Kahlschlägen, die er selbst veranlasste. Er musste bis in hohe politische Kreise Bestechungsgelder zahlen und die Polizei schmieren. Das Holz habe er an Holzindustrie Schweighofer verkauft. Wusste das Unternehmen, dass es sich dabei um illegal geschlagenes Holz handelte? Ich habe mit Schweighofer gearbeitet, also meine Firma. Schweighofer interessierte nur, dass das Holz die richtigen Papiere hatte. Ja, aber wissen Sie, eigentlich ist es nicht deren Schuld. Die denken wohl, ist doch ihr Land. Sollen die machen, was sie wollen. Ich habe Dokumente, ich zahle, ich habe ein gutes Gewissen. Und so hat Schweighofer jahrelang Rumäniens Wälder dezimiert. Tut das weiterhin. Und niemand wird sie aufhalten. Schweighofer, jetzt HS Timber Group, beteuert, sich immer an die Regeln und Gesetze des Landes zu halten. Seit 2002 in Rumänien ansässig, konnte sich das Unternehmen gleich zu Beginn einen Exklusivvertrag für 10 Jahre sichern. Das Geschäftsmodell lief so erfolgreich, dass es in den Folgejahren weitere Sägewerke in Rumänien eröffnete. Mit Agent Green verfolgen Gabriel Paun und seine Kollegen seit Jahren ganz genau die Aktivitäten des Unternehmens. Zwischen 2014 und 2015 gab es in Rumänien einen riesigen Skandal, der sogar zu der Veränderung des Forstgesetzes führte. Es kam nämlich ans Licht, dass ein einziges Unternehmen, Holzindustrie Schweighofer, nicht nur den gesamten Markt dominierte, sondern in einer absoluten Monopolstellung war. Es schluckte fast das ganze rumänische Nadelholz. Im Jahr 2015 veröffentlichten amerikanische Umweltschützer von Environmental International Agency, mit denen Paun zusammenarbeitet, ein Video, in dem der damalige Direktor von Holzindustrie Schweighofer vor versteckter Kamera mit einem Scheinkäufer verhandelt. Wir ernten in Rumänien ca. 7 Millionen Kubikmeter Weichholz. Also, wenn wir mit voller Kapazität laufen wollen und nur mit einheimischem Holz arbeiten, bleibt kein Platz für andere. Wir fällen pro Tag 5000 Kubikmeter. Ich habe 120 LKW täglich. Wir sind sehr flexibel. Also, auch wenn ich nur für 3000 Kubikmeter Papiere habe, aber weitere 3.000 bis 4.000 Kubikmeter bringe, kann ich... Gerne. Also, wenn ich mehr aus diesen Plätzen raushole, kann ich sie herbringen. Kein Problem. Inzwischen ermittelt die Anti-Mafia-Behörde gegen mehr als 100 Personen wegen des Verdachts auf organisiertes Verbrechen, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und vieles mehr. Aus dieser Ermittlung gehen eine Menge Hinweise auf geniale Diebstahlmethoden hervor. Sie zeigen, dass der Holzraub kein einmaliger Vorgang ist, sondern dass eine ausgefeilte Struktur gebildet wurde, in der Institutionen wie Forstverwaltungen und staatliche Behörden verflochten sind. Mit einbezogen ist auch die Holzfirma, der auf diese Weise gewährleistet wird, dass sie immer legale Papiere bekommt. Zurück nach Sebeş, wo Paun seine Recherchen über HS Timber wieder aufnimmt. Wieder beobachtet er die Holztransporte, die angeblich nun alle legal sein sollen. Meine Güte, was für Holzmassen. Die ganze Plattform ist voll. Ich erinnere mich, als Sie sagten, dass Sie am Tag locker 5000 Kubikmeter schlucken. Rechne mal, 5000 mal 365 Tage, denn Sie machen keine Pause, weder an Feiertagen noch am Wochenende. 1.800.000 im Jahr.
Paun sichtet einen ihm bereits bekannten LKW. Mittels der Tracking-App Forstinspektor will er feststellen, wo das Holz verladen wurde. CS? Ja. Ja. EST? Das ist hinten. Und vorne? Vorne ist Bukarest. Ja. FOR? Zusammen heißt es Forest. For und Est, also Wald. Tja, Dichter halt. Ja, sehr kreativ. Diesmal wird der Aktivist fündig. Der Forstinspektor verknüpft Transportcode, Kennzeichen, Händler, Datum und Ladeplatz. Und tatsächlich, der LKW kommt aus einem geschützten Gebiet, im Auftrag von HS Timber Productions. Das ist der, der aus Bukova kam. Corridor Ruska Montana, Sarku Retezat. Ja. Dort wurde gefällt. 3 Stunden später, auf der Suche nach dem Ort, woher die LKW-Ladung kommt. Für Gabriel Paun ein gefährliches Terrain. Hier wurde er schon einmal angegriffen und darf den Wald nicht mehr betreten. Der Hubschrauber fliegt am Rande des Nationalparks Retezat über ehemalige Urwälder. Hier war alles einmal unberührt. Niemand ist jemals hier reingekommen. Schau, weit ab von Ortschaften, damit sie niemand sehen kann. Die Forstwege sind neu, schau, 5 bis 6 Meter breit. Schau da, der Bagger. Ja, die Maschinen sind bereit, sie arbeiten schon. Wie eine Autobahn. Das Problem ist nicht der Weg, sondern dass er die Rodung vorbereitet. Und da, ein illegaler Weg. Der geht bis zur Alm. Absolut illegal. Schau, es sind 2 bis auf die Höhe. Ja, 2 macht Sinn. Von jedem holen sie Holz, das nirgendwo verzeichnet ist. Genau. Schwarzgeld. Und dann findet der Umweltaktivist den Tatort. In einem Natura 2000-Gebiet. Hier darf laut EU-Regel nur mit einer Sondergenehmigung, einer sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfung, gefällt werden. Wiederholte Male haben wir HS Timber, ehemals Holzindustrie Schweighofer, gebeten, sich aus diesen Wäldern rauszuhalten, da es sich um ein wichtiges Natura 2000-Gebiet handelt. Dort ist ein wesentlicher Korridor für wilde Tiere, große Säugetiere, Wolf, Bär, Luchs, wo sie von den Westkarpaten in die Südkarpaten wandern können. Es ist der einzige Übergang. Und wenn man ihnen diesen Lebensraum zerstört, haben wir noch mehr Probleme. Wien, Sitz der HS Timber Group. Michael Proschek-Hauptmann, früherer Umweltaktivist, heute Leiter des Bereichs Compliance und Nachhaltigkeit, macht sich regelmäßig selbst ein Bild von der Situation in Rumänien. Er sieht kein Problem. Wir haben den Anspruch, hier zu den Besten in dieser Klasse zu gehören, was Lieferkettensicherheit betrifft. Wir wollen und wir können auch kein Urwaldholz verarbeiten. Und wir bekennen uns dazu, kein Holz aus Nationalparks und aus den natürlich vom rumänischen Staat auch ausgewiesenen Urwaldflächen zu beziehen. Und was ist jetzt mit der Umweltverträglichkeitsprüfung für das Waldgebiet von Bukova, einem Natura 2000-Schutzgebiet? Die rechtliche Verpflichtung für uns ist, uns an allen die Gesetze und Regeln zu halten, und eine entsprechende Intervention in einem Natura 2000-Gebiet muss behördlich genehmigt sein. Wenn diese Genehmigung vorliegt, können wir dieses Holz kaufen. Ob es die Genehmigung tatsächlich gibt, will Gabriel Paun bei den Verantwortlichen vor Ort in Bukova überprüfen. Forstrevier Valea Bistrei, die offizielle Adresse. Scheint verlassen zu sein. Guten Tag, ist da jemand? Guten Tag. Ah,
Dann erscheinen zwei Männer. Sie wollen nicht gefilmt werden und vertreiben den Agent Green-Chef. Paun macht sich auf den Weg zum Grundeigentümerverband. Unterwegs entdeckt er den roten LKW aus Sebesh, der die fragwürdige Ladung bei HS Timber Productions geliefert hat. Der Fahrer ist nicht da, nur der Mechaniker. Weit und breit kein Verantwortlicher. Doch nur der Chef des Grundeigentümerverbandes weiß, ob es für diesen Transport die nötige Ausnahmegenehmigung gibt. Auch hier will niemand mit Paun sprechen. Wieder einmal macht er die Erfahrung, bei Nachfragen ins Leere zu laufen. Die erforderliche Sondergenehmigung wurde bis heute nicht vorgelegt und wie Paun inzwischen von der zuständigen Umweltschutzagentur weiß, auch nie beantragt. Der Aktivist befürchtet, dass es in Bukovar bald genauso aussehen wird wie im Fagarash-Gebirge, in Maramuresh oder in Bukovina. Seit 2001 sind über 400.000 Hektar Wald verschwunden, eine Fläche zweimal so groß wie das Saarland. Jetzt haben die Agent Green Aktivisten zusammen mit der deutschen Umweltstiftung Euronatur und der britischen NGO Client Earth Beschwerde an die EU gerichtet. Es laufen mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien, über die der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. Dazu nimmt HS Timber Group keine Stellung. Zuspruch bekommt Gabriel Paun von Europarlamentarier Martin Häusling. Auch er sieht eine Mitverantwortung bei den österreichischen Holzunternehmen. Die Sägewerke aus Österreich sehr wohl wissen und natürlich auch bei dem Spiel mitmachen, dass da illegal Lizenzen verteilt werden oder dass nicht überwacht wird oder Mengen falsch angegeben werden. Das ist ja auch kein Geheimnis. Zweikofer hat ja auch seine Lizenz als FSC-Betrieb verloren deswegen. Und wenn das Ganze mal als Hackschnitzel oder als Pellet irgendwo gelandet ist, lässt sich die Herkunft ganz schwer nachvollziehen. Es kann mir keiner erzählen von diesen großen Sägewerken, dass sie nichts von den illegalen Praktiken und der illegalen Lizenzvergabe wüssten. Sie spielen mit. Radautz im Norden des Landes, an der ukrainischen Grenze. Demonstration vor den Sägewerken von HS Timber und Egger Rumänien in der eigens nach ihrem Herkunftsland benannten Österreichstraße. Von der Politik im Stich gelassen, stemmt sich die rumänische Zivilgesellschaft zunehmend gegen die ausländischen Holzgiganten. Weg mit den Dieben ist das Motto der Demonstration heute. Eine strategisch günstige Lage. Züge aus der Ukraine und der Slowakei sollen Nachschub bringen, denn das Holz in Rumänien wird knapp. Doch auch dort ist der illegale Raubbau ein großes Problem. Zwar wurde nach dem Skandal von 2015 das rumänische Forstgesetz geändert und damit die Holzmenge für Schweighofer und Co. limitiert. Kleine Holzhändler, erzählt dieser Mann, der unerkannt bleiben will, sind aber auch heute noch abhängig, denn die Holzriesen kontrollieren den Markt. Wie zum Beispiel die Holzauktionen. Wer dabei gewinnen will, ist gezwungen, an die Großen zu liefern, sagt der Mann, der selbst ein kleiner Holzhändler ist. Um als kleiner Holzhändler zu überleben, muss man kooperieren. Zum Beispiel, um bei einer Holzauktion mitbieten und gewinnen zu können. Dann fragen sie dich, kommt das Holz dann zu uns oder nicht? Ja, es kommt zu ihnen, muss man dann antworten. Gut, dann lassen wir dich die Holzauktion gewinnen, sagen sie. Und ich antworte, dann brauche ich einen Vorschuss, um die Tranchen beim Forstrevier zu bezahlen und den Chef zu schmieren, damit er mir keine Steine in den Weg legt. Auf diese Weise sichern sich die Großen ihre Marktführerschaft und die Kleinen verharren in Abhängigkeit. Wer nicht mitmacht, hat keine Chance zu bestehen. Moldovica, eine kleine Ortschaft im Nordosten von Rumänien. Ihre Bewohner waren jahrhundertelang eng mit dem Wald verbunden, lebten nachhaltig von seinem Holz. Der Raubbau der letzten 20 Jahre hat auch hier tiefe Wunden geschlagen.
Der ehemalige lokale Holzhändler Tiberio Boschutar kämpft seit 4 Jahren dagegen an. Der Zustand seines Autos zeugt davon, wie gefährlich auch er ständig lebt. 2017 hat Boschutar 4 Kameras vor seiner Haustür an der Hauptstraße installiert. Seitdem beobachtet er rund um die Uhr die vorbeifahrenden Holztransporte. Lkw, die ihm dubios erscheinen, fährt er hinterher und stellt immer wieder Unregelmäßigkeiten fest. Ich beobachte das Phänomen des illegalen Holzeinschlags und verfolge die illegalen Holztransporte aus dem Wald, wo immer sie hinfahren. So kam ich überall hin, zu Schweighofer, Egger, Kronospan, Castamonu, zu allen. Und zu vielen rumänischen Holzhändlern. Ich habe den Behörden hunderte von illegalen Holzlieferungen gemeldet. Ich weiß von keinem, der bestraft wurde. Der Aktivist kämpft auf verlorenem Posten. Er fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen. Nachdem er die Kameras installiert hatte, gingen die Transporte ohne Papiere zwar langsam zurück, scheinbar hatten sie eine abschreckende Wirkung, doch gelöst war das Problem noch lange nicht. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Transporte mit Dokumenten aus legalen Fällungen stammen. Sie fingen nämlich an, sich die nötigen Papiere zu organisieren. Und ich könnte auch dieses Phänomen stoppen, wenn ich die Unterstützung der örtlichen Behörden hätte. Der Einfallsreichtum der Holzbranche kennt keine Grenzen. Lücken bei der Kontrolle leisten den Tricksereien Vorschub. Zum Beispiel mehr Bäume zu fällen als erlaubt, aber eine geringere Menge anzugeben. Oder mehrere Ladungen mit demselben Transportschein zu fahren. Oder hochwertige Stämme zu zerhacken und sie als billige Holzware, die keinen Holztransportschein braucht, zu deklarieren. Boschutar fragt sich, wie es sein kann, dass die lokalen Forstbehörden, Polizei und Politik angeblich nichts davon wissen. Fast jedes Mal, wenn ich eine illegale Holzladung identifizierte und die den zuständigen Behörden meldete, hatte das für mich Konsequenzen. Ich bekam wegen Irreführung der Beamten eine Geldstrafe. Trotz konkreter Beweise wie Foto, Warenschein, der aber für Holz nicht gültig ist, Code, in dem steht, keine Meldung für den ausgewählten Zeitraum, bestrafen die Behörden mich unter dem Vorwand, dass ich die Polizei fälschlicherweise alarmiert hätte. Repressalien, drohender Jobverlust, Gewalt erfahren die Menschen, die nicht mitspielen wollen. Weil alle hier in Angst leben, unterstützen sie den Umweltschützer nicht offen. An Informationen kommt er dennoch. Viele Bürger aus der Umgebung berichten mir ständig von Rechtswidrigkeiten. Und vielen gehe ich nach. So bin ich nach Prosteni gekommen, zusammen mit einem Einheimischen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, was ich dort sah. Von den Hügeln fehlte einfach der Wald. Der Dorfbewohner erzählte mir, dass hunderte von Hektar Wald dort im Besitz von Förstern und Mitarbeitern der Forstwache sind. Wir kamen in einem Waldgebiet an, wo wir mehrere hundert nicht markierte Stümpfe fanden. Ich machte Fotos mit GPS-Koordinaten. Boschutar stellt die brisanten Daten zusammen, macht sie in den sozialen Medien öffentlich und verständigt die Behörden. Niemand reagiert. Wochen später fährt er deshalb mit 3 anderen Aktivisten noch einmal zum Wald in die Brusteni-Gegend zurück. Wir waren noch auf einem touristischen Weg in der Nähe des Waldes, als wir von Förstern aufgehalten wurden. Sie zwangen uns, kehrt zu machen. Neben den Wäldern besitzen die Forstmitarbeiter auch noch Holzverarbeitungsfirmen. Und es ist mir egal, ob sie legal oder illegal sind. Unmoralisch sind sie allemal. Wie kann man bei der Forstwache angestellt sein und gleichzeitig ein Holzgeschäft betreiben? Ein Interessenskonflikt, dem die 4 Männer vor Ort nachgehen wollen.
Sie fahren zur Holzfirma der Familie. Kaum erreichen sie das Tor, tauchen zwei Autos auf und blockieren den Weg. Wir merkten, dass man uns verfolgt hatte und offenbar sogar den Plan, uns umzubringen. Der Angestellte der Forstwache mit seinem Sohn, Verwalter der Holzverarbeitung, stiegen aus und gingen mit Äxten auf uns los. Sie zerbrachen die Fenster beider Autos. In Mainz sind sie noch mal mit ihrem Auto reingekracht. Zum Glück konnte ich in letzter Sekunde entkommen, bevor noch wer weiß, was passiert wäre. Warum schützt der Staat Menschen wie Tiberio Boschutar nicht? Warum werden die offensichtlich kriminellen Machenschaften nicht gestoppt? Angriffe auf Aktivisten finden in Rumänien täglich statt. Fast alle Täter sind auf freiem Fuß. Der neue Umweltminister, seit November 2019 im Amt, sieht Handlungsbedarf. Egal, ob beim staatlichen Forstamt Rome Silva, im Ministerium oder bei der Forstwache angestellt, wenn sie Fehler machen, müssen sie sofort weg. So wie ich mir wünsche, dass alle, die illegal fällen oder Holz transportieren, ins Gefängnis kommen, sollen auch diejenigen, die Rechtswidrigkeiten begehen, obwohl sie den Wald schützen müssten, sich vor dem Gesetz verantworten. Genau das fordern auch die Aktivisten. Doch werden diesen Worten auch Taten folgen? Und wenn nicht, was wird bleiben von der tiefen Verbundenheit der Rumänen mit der Natur? Eine Verbundenheit, die sich auch in ihrer Kultur und ihrem Glauben ausdrückt, so wie hier im orthodoxen Kloster Moldovița. Und wie soll es mit den Menschen weitergehen, die nicht mehr von ihrer Arbeit leben können? In einem Teufelskreis gefangen, müssen sie bestechen, um Holz stehlen zu können, und Holz stehlen, um weiterhin bestechen zu können. Ein symptomatisches Phänomen für die rumänische Gesellschaft. Das alte Holzwerk von Tiberio Boschutar in Moldovița steht still. Mit legaler Arbeit konnte er nicht überleben. Einen Ausweg hat er dennoch gefunden. Ich komme aus einer wohlhabenden Familie, bin Vater von zwei Töchtern und habe meine Älteste gefragt, was sie für Zukunftspläne hat. Ihre Antwort hat mich aufgerüttelt. Sie sagte mir, ich habe keinen konkreten Plan, aber ich bin sicher, dass Moldovița nicht dazu gehört. Wohin willst du dann gehen? Sie sagte mir, ich möchte an einem Ort leben, wo meine Arbeit anerkannt wird und ich die Anerkennung nicht mit Geld erkaufen muss. Da wurde mir klar, dass ich dazu beitragen muss, eine faire Welt zu schaffen. Und mir kam die Idee, diese Organisation zu gründen. Tiberio Boschutar weiß genau, welcher Gefahr er sich ständig aussetzt. Und trotzdem macht er weiter. So auch am 15. Juli 2020, knapp zwei Monate nach der letzten Attacke. Er ist gerade mit seiner Tochter unterwegs und nimmt einen Live-Post für seinen Blog auf, als plötzlich ein Auto auftaucht. Sein Handy läuft mit. Doar Ingeniero. Der Förster aus diesem Kanton bedeutet mir gerade, dass ich meine Klappe halten soll. Das Auto bleibt stehen. Die Männer steigen aus. Achtung, sie greifen uns an. Schnell weg, ich rufe Hilfe. Schau, was sie machen. Polizei! Die Polizei soll kommen. Schau, was uns passiert. Schaut, meine Tochter. Schnell, hörst du mich? Die bringen uns um. Meine Herren, schaut hin. Schaut, wie mein Auto aussieht. Am helllichten Tage.
Heute in der Live-Übertragung wurde ich vom Förster und einem Angestellten des Forstreviers angegriffen. Die Holzdiebe werden immer mutiger, weil ihr, die staatlichen Behörden, uns nicht schützen wollt. Was für Beweise wollt ihr denn noch? Holzindustrie und Politik beteuern immer wieder, dass das organisierte Verbrechen der Vergangenheit angehört. Doch Kahlschlag, illegale Geschäfte und Attacken hören nicht auf. Zurück in den Nordkarpaten, in Maramureș. Horia Petrehuș und seine Kollegen bekommen einen Hinweis auf illegale Fällungen. Unterwegs treffen sie auf einen leeren LKW, von dem sie vermuten, dass er zum Beladen fährt. Doch der bemerkt die Verfolger und verschwindet plötzlich nach einer Kurve. Die Männer kommen am Tatort der vermutlich illegalen Fällung an. Sie entdecken eine schwelende Feuerstelle, aber keine Spur von den Holzfällern. Wie so oft kommen sie auch diesmal zu spät. Es scheint schier unmöglich, die Täter auf frischer Tat zu ertappen. Die drei Männer besuchen in der Gegend einen alten Förster, bei dem Petrehuș sein Handwerk gelernt hat. Der 75-Jährige kennt das System in- und auswendig und hat viele Regierungswechsel miterlebt. Er gehört zu den wenigen integren Förstern und möchte unerkannt bleiben. Warum sagt denn keiner der Förster die Wahrheit? Sie haben Angst. Auch vor der Gemeinde, in der sie leben. Wie viele der Holzfirmen arbeiten zu 100% legal? Und glauben Sie nicht, dass wir diese Mafia besiegen können? Nein, nicht solange ich lebe. Erinnert euch in 20 Jahren an meine Worte. Ich will euch nicht entmutigen, aber was ist in den 30 Jahren nach der Revolution passiert? Nichts. Dieser verdammte Kapitalismus. Ende dieses Jahres wird in Rumänien gewählt. Ein Grund zur Hoffnung oder zur Sorge für die Aktivisten? Auch Gabriel Paun will sich weiterhin dafür einsetzen, dass sich etwas ändert und die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Eine Umkehr zu einem bewussten Umgang mit der Natur ist aus seiner Sicht überlebensnotwendig. Die Menschheit ist auf dem Holzweg. Unter mir Jahrmillionen Evolution, Humus, der vor Leben nur so strotzt. Bäume und Pilzgeflecht, ein riesiges natürliches Netzwerk, alles miteinander verbunden. Wenn man mit aggressiver Forstwirtschaft hier alles platt macht, entstehen große Wunden. Der Boden geht kaputt und die Natur wird sich nie wieder erholen können. Solul și rețeaua aceasta din pământ și natura nu se mai poate reface.